Es ist ja ein neues Konzept gewesen, insofern bin ich ohne große Erwartungshaltung hergefahren, aber es hat mich positiv überrascht, die direkte Kontaktmöglichkeit sozusagen in der Industrie, dass ich viele Fragen loswerden konnte und einige nette Antworten erhalten habe, die ich sonst vielleicht in der Kompaktheit nicht bekommen hätte. Insofern war es ein gutes Veranstaltungsmotto. Ja, ich habe so ein paar Erwartungen gehabt, aber ich bin auch sehr entspannt angekommen und habe gedacht, jetzt guckst du einfach mal, was hier in der Werkstatt passiert. Und ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr angenehm, weil die Atmosphäre sehr offen und locker war und man mit allen ins Gespräch kam und auch, denke ich, beidseitig eine große Ehrlichkeit an den Tag gelegt hat, sodass es wirklich insgesamt fruchtbare Gespräche waren. Ich habe konkret Fassadenprobleme angesprochen. Da gehört der Böhm auch als kompetenter Partner dazu. Und wir haben aber mit mehreren Firmen darüber gesprochen. Und wir haben konkrete Lösungsansätze genannt bekommen. Oder nicht nur Ansätze, sondern Lösungsmöglichkeiten. Und die werden wir gleich noch, wenn das Wetter das noch hergibt, in diesem Jahr umsetzen. Die ich bisher in Hamburg so nicht erfahren habe. Also mich hat das Thema Primärenergie und CO2-Bewertung interessiert. Das war mir so in der Form, wie es dargestellt wurde, insbesondere heute am zweiten Tag, so nicht bewusst. Ja. Und ich denke, das ist eine spannende Diskussion, die sich da noch ergeben wird.